Genialer Stein! Reinhard Rösler freut sich über seinen Koloss. Der stammt aus einem Tagebau aus der Nähe Leipzigs und wiegt ein paar Tonnen. Und der Sattelschlepper bringt nicht nur den, sondern auch noch seinen Bruder. Aus den beiden Steinen fertigt der Künstler bis zur Jubiläumsfeier auf dem Hof der MediaCity Leipzig ein Kunstwerk. Und zwar? Eine gestische Hand. Auch aus der Erfahrung, die ich vor 5 Jahren hier gesammelt habe und gemerkt habe, dass so eine Kommunikation, so sehr das auch Thema und Hintergrund und Inhalt dieser Arbeitsateliers ist, auch so diese Kommunikation hat Grenzen. Obwohl das Glashaus ist und alles eigentlich durchsichtig scheint, ist eben noch relativ abgeschottet, was auch sein muss und die ganzen Dinge. Aber dass es so insgesamt auch um eine Art Verständnis füreinander geht. Und das ist so für mich der Hintergrund. Doch vor der künstlerischen Aussage steht die harte Arbeit. Mit schwerem Gerät bearbeitet Reinhard Rösler den Stein. An der Oberfläche ist das kein Problem, doch er weiß, die Brocken haben es in sich. Und da wird es dann auch relativ schnell verschleißen. Da ist dann so mit einer Stunde Arbeit das Blatt auch runter. Das wird mir dann passieren, obwohl ich auch mal sehen werde, wie weit ich überhaupt den Stein reduzieren kann, dass er nicht am Ende zerbricht. All diese Dinge muss ich jetzt erfahren und in Ruhe und langsam also für mich auch entdecken.